Ein Sozialarbeiter bietet ein Beteiligungsprojekt für Medien an einer Schule mit Jugendlichen an. Das ist Lisa. Mit ihrem Handy möchte sie den Projektverlauf dokumentieren und fängt an, Fotos von den Mitschülerinnen zu machen. Anschließend möchte sie die Bilder auf dem Facebook-Profil der Schule hochladen. Timo, ein Mitschüler, sieht, dass Lisa die Bilder hochladen möchte. Hey Lisa, kurze Frage. Hast du die anderen vorher gefragt, ob du die Bilder von ihnen hochladen darfst? Lisa schüttelt unwissend den Kopf. Wieso? Ist das wichtig? Du verletzt die Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen, wenn du einfach ungefragt Fotos von ihnen hier machst und sie anschließend hochlädst. Wie, Persönlichkeitsrechte? Erklär mir mal, was du damit meinst. Jeder Mensch, du und ich, haben das Recht auf die freie Entfaltung deiner und meiner Persönlichkeit, aber eben nur solange man nicht andere in ihrer Freiheit verletzt. Das steht im Grundgesetz und ist wichtig zu beachten. Ja, okay. Aber was hat das mit den Fotos hier zu tun? Komm, ich zeig dir das mal. Es gibt viele verschiedene Persönlichkeitsrechte. Hier sind vor allem zwei Rechte wichtig, nämlich einmal die Privatsphäre. So kannst du beim ungewollten Hochladen von Bildern oder Videos die Privatsphäre eines anderen verletzen.